Willkommen. Heute geht es um wissenschaftliche Tabellen. In der vorherigen Aufnahme haben wir über Datentransformation gesprochen. Ich würde empfehlen, dass Sie mal recherchieren und sehen, wie oft die genannten Datentransformationen im PubMed vorkommen. In wissenschaftlichen Studien fangen wir mit einer Planung an, erstellen unsere Methodik, dann sammeln wir Daten, analysieren unsere Daten und berichten unsere Befunde. Ein Weg, unsere Befunde den Lesern zu zeigen, sind Tabellen. Also Ziel ist es, unsere Daten darzustellen, zu präsentieren. Daher sollten unsere Tabellen einige Eigenschaften haben, nämlich sie sollten übersichtlich sein. Und die Tabellen sollten uns helfen, unsere Kategorien, falls vorhanden, zu vergleichen. Und die sollten uns leichter machen, wichtige Daten schnell zu erfassen und eine Einsicht in die Studie zu gewinnen. Bevor wir mit einer Tabelle fortfahren, sollten wir erstmal entscheiden, was für Daten wollen wir präsentieren. Wollen wir deskriptive Statistik zeigen? Oder geht es um aussagekräftige Ergebnisse? Wollen wir P-Werte zeigen, was wir eigentlich nicht empfehlen, dass nur signifikante Werte gezeigt werden? Wie viele Variablen haben wir? 2, 3 oder mehr? Wie wollen wir unsere Outcome-Variable zeigen? Wenn wir kategorische Variablen haben, wollen wir doch Prozentwerte und Anzahl geben. Wobei bei numerischen Variablen würden wir Mittelwerte und gegebenenfalls Standardabweichung berichten. Wollen wir die zusammen in einer Tabelle haben oder unterschiedliche Tabellen für numerische Werte und kategorische Variablen haben? Wenn wir unsere Outcome-Variable in den Spalten zeigen, sollte unsere Outcome-Variable entweder gar keine Kategorien haben, also eine numerische Variable sein, oder nicht zu viele Kategorien haben. Sonst wäre es doch nicht möglich, von der Format her in einem A4-Blatt die Tabelle zeigen zu können. Dann können wir uns überlegen, ob wir unsere Outcome-Variable in der Spalte Outcome oder gleich Zeilen haben werden. Obwohl Tabellen können viel mehr Aussagen über unsere Analysen geben, ist manchmal eine Grafik besser geeignet. Dann sollten wir uns entscheiden, ob die Befunde statt einer Tabelle mit einer Grafik gezeigt werden sollten oder nicht. Allgemeine Empfehlungen bezüglich Tabellen. Jede Tabelle sollte im Text zitiert werden. Dann sollten wir auf Konsistenz aufpassen, nämlich ob wir Punkte, Kommas oder Doppelpunkte benutzen, immer dieselbe Struktur haben. Schriftart sollte immer dieselbe sein. Variablennamen sollten lesbar sein und vorhanden sein. Und wie viele Dezimalstellen wir zeigen sollen, das sollten wir auch vorhand entscheiden und konsistent bleiben. Und die Informationen, wie überall in unseren Berichten, sollte lesbar sein. Jede Tabelle sollte eine Überschrift haben. Es ist als Default vorgesehen, dass Tabellen eine Überschrift haben und Figuren, also Grafiken, eine Unterschrift haben. Auch die Spalten und gegebenenfalls die Zeilen sollten beschriftet sein. Wenn nötig, Fußnoten sollten vorhanden sein und die Maßeinheiten, wenn es um Messungen geht, die Maßeinheiten sollten auch vorhanden sein. Was gehört besser nicht zu einer Tabelle? Überflüssige Details wollen wir nicht haben. Vertikale Linien sind nicht empfohlen. Fett oder kursiver Text ist auch nicht empfohlen. Und zu viele Dezimalstellen. Meistens reicht es, 1 bis 2 Dezimalstellen zu haben. Obwohl in Mathematik manchmal die 0 nicht geschrieben wird in Dezimalzahlen, ist es in medizinischen Berichten meistens so, dass wir auch die 0 mitschreiben. Hier eine Tabelle. Wir haben Zeilenüberschriften, wie Sie sehen, aber hier fehlt Zeilenüberschrift. Little Status sollte es wahrscheinlich sein. Einige Schriften sind fett geschrieben, einige Italic. Keine Konsistenz. Eine bessere Version wäre das hier, wo wir horizontale Linien haben, Tabellenname, Überschrift, Überschrift von den Spalten, Überschrift von den Zeilen. Ich kann Ihnen empfehlen, eine Checkliste zu haben. Ist der Titel prägnant und informativ, weil die Tabelle sollte bei sich erklärbar sein. Ohne den Text zu lesen, sollte man von der Tabelle verstehen, worum es geht. Spalten, Zeilenüberschriften, Maßeinheiten, statistische Kennwerte, Fußnoten, unnötige Details und Zitieren von der Tabelle. Zusammengefasst sind wissenschaftliche
Tabellen unverzichtbar in wissenschaftlichen Berichten. Die helfen uns, die Daten besser zu verstehen. Die Tabelle sollte eine klare Struktur haben und, wenn immer möglich, statt lange Textabschnitte zu schreiben, Daten in einer Tabelle zusammenfassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal.